Radio machen ändert sich gerade rasant, Radio empfangen ändert sich auch rasant. Radio insgesamt steht sehr stark auch in der Diskussion hier am Alexanderplatz auf dem Chaos Communication Kongress. Und wie das Radio der Zukunft aussieht, da haben wir gerade eine ganz spannende Stunde erlebt. Und in dieser spannenden Stunde ging es eben darum, wie kann denn nach dem analogen Radio noch Radio weiterhin gemacht werden? In dieser Diskussion haben wir gesprochen mit Ralf Müller-Schmidt, Redaktionsleiter von Die Radio Wissen, aber auch mit Willi Steuel, dem Intendanten von Deutschlandradio, der jetzt auch bei uns ist. Hallo Herr Steuel. Grüß Sie. Wie haben Sie diese Diskussion auf dieser besonderen Konferenz empfunden? Ich habe großen Spaß dabei gehabt, weil man ja spürt, hier sitzen über 200, 300 Menschen. Erstens sind die uns alle nahe, dem Öffentlich-Rechtlichen. Die sind Freunde von uns sozusagen. Das sind Menschen, die auch längere Beiträge hören wollen. Das sind Menschen, die dem Neuen affin sind. Und das macht einfach Spaß. Es sind aber auch Leute, die mit sehr viel kritischen Kommentaren aufkamen. Ja klar, und zwar, weil sie auch ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen eindimensional sind. Nein, das wäre das falsche Wort. Aber dort sitzen die Freunde des Neuen. Dort sitzen die Freunde, die experimentierfreudig sind. Dort sitzen die, die sagen, mein Gott, gib doch dieses klassische Radio auf, lasst uns doch im Internet und wir wollen kommunizieren und so weiter und so weiter. Das macht Spaß, mir persönlich auch, weil ich hier auch herausgefordert werde von so einer Lebendigkeit. Und andererseits muss man sehen, dass die Freunde dieses Modernen sind eine noch kleine Minderheit bei den Radiohörern. 98% der Menschen, die uns hören, hören uns über das klassische UKW-Radio. Die wollen auch keine besondere ständige Kommunikation, die die Freunde des Neuen und der digitalen Welt sozusagen internalisiert haben. Und das muss man natürlich auch immer wieder betonen. Leute, wir gehen in diese Entwicklung hinein, wir machen sie mit. Ich persönlich halte die für das Spannendste, was derzeit zu beobachten ist. Aber wir müssen auch an die anderen denken. Die Hacker-Community hat ja schon so einige Branchen in die Mangel genommen, die dann damit geantwortet hat, so schnell werden sich die Dinge nicht ändern. Und innerhalb von 10 Jahren sind dann viele Türme auch eingefallen. Die Zeitungen haben es erlebt, wie das Internet ihre gesamte Branche aufrollt. Das Fernsehen hat auch schon die ersten Einschläge sicherlich verspürt. Und ich denke, hier wird auch genauso davon ausgegangen, dass es auch für das Radio relativ schnell neue Zeiten anschlagen. Ich gebe grundsätzlich keine Zukunftsprognosen ab, weil ich nämlich keine Kristallkugel habe. Das Einzige, was ich verbindlich sagen kann, ist, wir beobachten das. Mir ist klar, uns im Deutschlandradio ist klar, dass die zeitunabhängige Nutzung, ich will dann einen Beitrag hören, wenn ich die Zeit dafür habe, ich hole mir das aus dem Internet und mache das für mich, für meinen Nutzen bereit, das wird zunehmen. Und wir werden uns Gedanken darüber machen, oder wir werden beobachten müssen, wie schnell das zunimmt, wie sich Radionutzung technisch verändert. Aber auf der Diskussion vorhin ist auch ein Satz gefallen, solange es langweilige Tätigkeiten gibt, ob das nun das Bügeln ist oder irgendwas anderes, solange es langweilige Tätigkeiten gibt, wird es Radio geben, was ich sozusagen in Echtzeit höre. Und da ist was dran. Man hat ja auch eher den Eindruck gehabt, dass nicht so sehr dem Radio der Tod vorhergesagt wird, sondern dass eigentlich sehr viel mehr eine Renaissance heraufbeschworen wird. Es ist tatsächlich so, dass ja auch die Radionutzung zunimmt. Die Radionutzung nimmt zu und wir haben in diesem Jahr, also in 2010, mit Deutschlandradio auch die sensationelle Zahl von 120 Millionen Downloads. Das heißt, wir sehen auch, wie diese unabhängige Nutzung noch einmal zunimmt. Radio insgesamt ist nicht tot, im Gegenteil. Intensiv diskutiert wurde ja auch das Depublizieren von Inhalten. Sehen Sie eine Chance, dass man das umkehren kann? Das ist ja auch in der Diskussion immer wieder gefordert worden gerade. Wir haben eine bestimmte Gesetzeslage, die uns dazu zwingt, zu depublizieren, also Beiträge, die wir im Netz haben, dann wieder nach einer bestimmten Zeit rauszunehmen. Dies ist für uns kein Vergnügen. Wir hätten es lieber auch länger drin. Aber so ist die Gesetzeslage und wenn sich die Gesetze nicht ändern, dann wird sich dabei auch nichts ändern. Ich persönlich gehe davon aus, dass diese ganze ja auch mit heißer Leidenschaft mit den Verlagen und über Brüssel geführte Diskussion, dass die sich beruhigen wird. Aber denken Sie, dass die Bevölkerung diese Depublikationspflicht befürwortet?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, der Masse der Bevölkerung, die das nämlich nicht nutzt, ist es gleichgültig. Diejenigen, die intensiv so etwas nutzen, die stören sich natürlich sehr daran. Auch weitere sendebegleitende oder sogar über die reine Sendebegleitung hinausgehende Inhalte sind ja gefordert worden, beispielsweise Formate mit einem Stundenformat aufzulegen. Gibt es dafür Spielräume im Öffentlich-Rechtlichen, auch im Deutschlandradio? Wir werden im Deutschlandradio nur das machen, was sendungsbegleitend, sendungsergänzend, programmbegleitend, programmergänzend, programmstützend ist. Wir werden keine Sonderprogramme machen für die Internetnutzung. Dafür haben wir keinen gesetzlichen Auftrag. Programmstützend kann ja auch die Kommunikation mit dem Hörer sein. Da gibt es sicherlich noch eine ganze Menge Spielraum im Internet. Was sind denn da die nächsten Maßnahmen, die Deutschlandradio ergreifen möchte? Also wir sehen, dass in dieser zweiseitigen Kommunikation, wir senden etwas, der Mensch hört etwas, aber der will dann mit uns kommunizieren über dieses, was er da gerade gehört hat. Das nimmt zu vor allen Dingen bei jungen Leuten. Und wir müssen dazu sind wir da. Wir müssen auf diese Anforderungen der Hörer und unserer Nutzer gehen wir selbstverständlich auch an. Und dazu gehören auch Entwicklungen, ob das nun Twitter ist, ob das Blogs sind, ob das alle diese modernen und internetgestützten Formen der Kommunikation sind. Und da werden wir auch in Zukunft unsere Redaktionen umbauen müssen, damit wir diesen Bedarf sozusagen an veränderte Kommunikation, damit wir dem begegnen können. Im Augenblick scheint es mir so, als seien gerade die öffentlich-rechtlichen Anstalten da noch vor einem riesen Ressourcenproblem. Kann das gelöst werden? Ja, natürlich haben wir ein Ressourcenproblem. Das sind alles neue Aufgaben, die da kommen. Und neue Aufgaben müssen finanziert werden. Wenn die Rundfunkgebühren nicht steigen und es gibt in dieser Gesellschaft eine ernstzunehmende Debatte, können die Rundfunkgebühren eigentlich immer steigen. Müssen wir nicht zumindest den Anstieg begrenzen. Und dann geht es darum, auf was verzichte ich, um dies zu finanzieren. Also ich verbringe als Intendant meine Tage damit exakt mit dem Geld zu jonglieren und über diese Frage nachzudenken. Und ich weiß nicht, wie weit die Gesellschaft bereit ist, entschieden wird das von den Landtagen, wie die Rundfunkgebührenfrage sich entwickelt. In der Podiumsdiskussion hatte man den Eindruck, dass die Zuhörer durchaus bereit sind, auch eine umfangreiche freiwillige Partnerschaft einzugehen. Wäre es nicht auch ein Modell, den Ressourcenmangel dadurch abzumildern, dass man einfach sich selbst mehr öffnet und in einem Dialog mit den sich selbst ausgestaltenden Communities im Internet Dinge geschehen zu lassen, ohne sie selber machen zu müssen, indem man einfach Schnittstellen bietet und Ansprechbarkeit? Also wir sind ja dabei, über unser D-Radio Wissen ist ja so ein Experimentierfeld, was wir als Experimentierfeld nutzen. Da sind wir schon dabei in Kooperationen, ob es nun Universitätsradios oder andere sind. Und das werden wir auch noch weiter öffnen. Aber wir haben auch einen gesetzlichen Auftrag, bestimmte Programme zu machen. Und für diese Programme wird die Finanzierung über die Rundfunkgebühr bereitgestellt. Wir sind so nicht frei, dass wir alles machen können, was wir wollen. Und wie gesagt, man kontrolliert uns auch sehr und ich kann nicht Geld für etwas ausgeben, was eigentlich für etwas anderes vorgesehen ist. Wo sehen Sie denn vor allen Dingen bei den Distributionswegen noch Einsparmöglichkeiten? Kann man tatsächlich an einigen Kanälen noch sparen, um andere Kanäle wie etwa Internet-Podcast-Aufrufe oder zusätzliche Möglichkeiten, über das Internet das Programm zu verbreiten, hier zu stärken? Im Moment ist ja die Entwicklung so, Sie können nicht in einem Entweder-Oder denken. Wir haben die lineare, klassische Verbreitung über UKW, Mittelwelle und Langwelle. Wir haben daneben die digitale Satelliten- und Kabelverbreitung und die Internetverbreitung. Wir werden uns in einigen Jahren, dann laufen auch Verträge aus über die Bespielung der Mittel- und Langwellen, werden wir uns überlegen müssen, geben wir nicht Distributionswege auf, weil wir das Geld für neue Distributionswege brauchen. Im Moment ist dieser Zeitpunkt noch nicht gekommen, aber der wird kommen im Jahr 2013, 2014, werden wir entscheiden, ob wir künftig Mittelwelle und Langwelle zum Beispiel noch bespielen. Aber das wird auch davon abhängen, wie sich die digitale terrestrische Verbreitung DAB am Markt entwickelt. Das
Internet ist ja als Distributionsweg auch schon teilweise erschlossen. Mit der Erschließung des Internets für das Angebot kommt ja auch geradezu ein Zwang, sich auch in anderen Formaten auszubreiten. Selbstverständlich, eine Webseite besteht aus Text und wir machen ja hier auch Video. Welche Bedeutung haben solche crossmedialen Publikationsformen für etwas, was bisher eigentlich nur von Audio geprägt war? Das Internet, ich mache es mal ganz platt, es sind natürlich auch die bunten Bewegtbildchen, die das Internet attraktiv machen, die eine Website attraktiv machen. Deutschlandradio macht kein Fernsehen und wir werden auch kein Fernsehen machen. Aber wir können uns zum Beispiel thematisch verbinden, ich nenne Arte, Kulturkanal, Fernsehen, ich nenne die Angebote von ARD und ZDF oder so, oder BBC, wo wir intelligent uns vernetzen können, um unsere Audioangebote, die wir dort laufen lassen, mit demselben Inhalt, der auch in Videoform vorliegt, mit einem anständigen öffentlich-rechtlichen Partner zusammen, wie wir das verbinden. Das ist ein Gedanke, den wir vorantreiben. Das heißt, mehr Kooperation, mehr Vernetzung auch mit den anderen öffentlich-rechtlichen Sendern. Mehr Kooperation und Vernetzung auch miteinander. Ja, da steht den Öffentlich-Rechtlichen, steht auch uns noch einiges ins Haus. Wir sind so gespannt wie Sie, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt wird. Vielen Dank an Willi Stoll. Bitte.